Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Sitzung 37 der Reihe über Göttinnen, Götter, Helden, Dämonen, große Magier. Und heute soll es um den Roman von Marion Zimmer Bradley gehen, Die Nebel von Avalon. Ein Buch, 1982 auf Englisch herausgekommen, 1983 danach auf Deutsch. Ein Buch, was ein absoluter Bestseller geworden ist. 1120 Seiten stark in der deutschen Übersetzung. Was wir alle damals, die wir so Ende der 20er, in den 30ern waren, gelesen haben. Das Buch wurde dann auch verfilmt und es war eben ja, ein Millionenpublikum hat dieses Buch gelesen, diesen großen Fantasy-Roman. Nicht nur Frauen, die einfach an Frauenromanen interessiert waren, haben dieses Buch gelesen, sondern auch viele Theologen und Theologinnen, evangelisch-katholische Theologinnen, Religionswissenschaftler und Religionswissenschaftlerinnen, Leute, die wir von unserem Studium her kannten, und die waren alle begeistert von diesem Buch, obwohl es ein reiner Fantasy-Roman ist. Vor allem Frauen haben natürlich dieses Buch gelesen, weil Frauen als Heldinnen in diesem Roman im Fokus stehen. 70% der Leser dieses Buches sind Frauen gewesen und sind es bis heute. Das spielt in einer Zeit, oder das Buch wurde geschrieben und wurde groß in einer Zeit, als die Frauenbewegung immer mehr an Gewicht gewann. In den 80er Jahren kam auch der Feminismus zur Geltung, auch in Europa, auch gerade in Deutschland. Und eine Bewegung, die natürlich in anderen Ländern wie USA schon viel weiter fortgeschritten war. Und das war nun eine Zeit in den 80er Jahren, wo die Frauen sich auch zum großen Teil als die besseren Menschen verstanden, die friedvolleren, in einer männlich dominierten Welt. Der Fachbegriff in der feministischen Welt war der Phallogozentrismus, also eine Form von Logik, die männlich war, phallisch war. Und dagegen wurde nun die Welt der Frauen gestellt, die alogisch ist, magisch ist, vorchristlich ist, auch viel vom Heidentum noch hat. Große Namen in der Zeit von Feministinnen sind zu nennen Judith Butler, Luce Irigaray in Frankreich und Julia Kristeva auch in Frankreich. Das war eine Zeit, wo Frauen anfingen, ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln, aber auch Männer zunehmend auf Frauen hörten. Man hat diese Zeit auch ein wenig Vagina verliebt genannt, und so habe ich sie auch persönlich in dieser Zeit erlebt. Die Nebel von Avalon handelt eben von einer Insel namens Avalon, die verschwindet in einer Zeit, in der das Christentum sich durchsetzt, und mit ihr das Wissen, das alte Wissen der Frauen. Eine Insel, die unzugänglich ist und immer mehr wird, aber die immer da ist und die eben auch immer wieder gefunden werden kann. Und das war die große Botschaft dieses feministischen Frauenromans. Fiel auch in eine Zeit, wo das Heidentum als Religion wieder akzeptiert wurde, der Neopaganismus, der aufkam und den wir auch schon mit anderen Werken besprochen haben und in dieser Reihe noch besprechen werden. Die Hauptcharaktere, das sind Frauen, Heldinnen, und zwar
zwei Arten von Heldinnen. Da ist zum einen Guinevere, die blonde Frau mit langen blonden Haaren, elfenbeinfarbener Haut, himmelblauen Augen, der richtige Typ, so wie ihn Männer lieben, der Typ Weibchen. Die ein Frauentyp, der eben auch den starken, strengen Regeln des Christentums verfällt. Ein Typ, der dann auch an die Erbsünde glaubt, an die Sündhaftigkeit, die durch die Frau in die Welt getragen worden sei und die dem Patriarchalismus sozusagen auf den Leim geht. Und dagegen dann nun wirklich die Heldin, Morgaine, klein, dunkel, zart, feingliedrig, die wie eine Fee aussieht und dichtes, dunkles, glattes Haar hat. Und im Unterschied zur abergläubischen Guinevere klug und ernst ist. Interessant ist, dass dieser neue Frauentyp eben oft nicht dem Typ, der den Männer so angeblich lieben, entspricht. Sie sind klein, sie sind dunkel, sie sind eigentlich eben nicht lieblich wie diese Frauen à la Guinevere. Morgaine, die Hauptheldin, hat eine Ausbildung zur Priesterin durchgemacht, 7 Jahre lang. Sie hat eine Prüfung bestanden und sie trägt nun einen blauen Halbmond auf der Stirn als Zeichen ihres Priestertums. Sie ist kundig in magischem Wissen, in Kräuterkunde und sie hat die Gabe des Gesichts, sie kann prophezeien. Bevor wir uns nun dem eigentlichen Roman, seinem Inhalt und seinen Helden zuwenden wollen, will ich Ihnen noch einiges zu Marion Zimmer Bradley erzählen. Das ist eine sehr interessante Frau. Geboren am 3. Juni 1930 in Albany, New York und gestorben am 25.09.1999 in Berkeley, Kalifornien. Eine Autorin von Fantasy-Romanen, die aber auch unter Pseudonymen so Soft-Pornos hervorgebracht hat. Und diese Fähigkeit, sexuelle Szenen zu beschreiben, die finden wir auch in diesem Roman wiedergegeben. Zimmer Bradley hat schon mit 11 angefangen zu schreiben. Sie hat dann ein Lehramtsstudium begonnen, was sie nicht abschloss mit einer Prüfung, sondern einfach aufgab. Und sie heiratete 1949 Robert Alden Bradley, einen 30 Jahre älteren Mann, der Eisenbahnangestellter war. Sie war damals eben 19 Jahre erst alt. Ein Jahr später kam ihr erster Sohn David Bradley auf die Welt, der 2008 verstorben ist. 1962 trennte sich das Paar und 2 Jahre später ließ es sich scheiden. In diesem selben Jahr, 1964, heiratete Zimmer Bradley dann zum zweiten Mal Walter Henry Breen, einen Autor, Numismatiker, der viel auch zur Geschichte der Homosexualität geforscht hat. Zimmer Bradley begann dann in Texas ein Studium an der Hardin-Simmons University, ein Studium, das sie mit dem Bachelor of Arts in Psychology beendete. Sie studierte weiter in Berkeley, in der University of California und begründete mit einer weiteren Fantasy-Autorin, Diana L. Paxson, 1966 die Society for Creative Anachronism, also die Gesellschaft für kreativen Anachronismus. 1979 trennte sie sich von Breen, aber arbeitete weiter mit ihm. 1990 erfolgte die Scheidung, nicht zuletzt deswegen, weil Breen wegen sexuellen Missbrauchs von
Minderjährigen angeklagt wurde. Und das ist nun eben die dunkle Seite dieser Erfolgsautorin. Ihre Beziehung zu Breen, aber auch ihre seltsame Beziehung zum Beispiel zu ihren Kindern. Zimmer Bradley war eine schillernde Persönlichkeit, die eben auch zum Beispiel eine lesbische Beziehung zu Frauen hatte, zu Elizabeth Waters zum Beispiel, die nach dem Tod von Bradley dann auch als Herausgeberin ihrer Werke mit auftrat. Sie wohnte zusammen mit Paxton und Tracy Blackstone und ihrem Bruder Paul Zimmer in einem Schriftstellerhaus in Greyhaven und schließlich in einem Haus Greenwalls in Berkeley, Kalifornien, und erlitt dann am 21.09.1999 einen Herzinfarkt, an dem sie 4 Tage später starb. Ihre Asche wurde verstreut über Glastonbury Tor in Somerset, England, über einem Hügel, der ein alter Keltensitz gewesen sein soll. Zimmer Bradley hat schon mit 17 eine Zeitschrift für Science Fiction Fantasy mitbetrieben, hat unzählig viele Bücher in diesem Fantasy-Genre herausgegeben und angeknüpft an Tolkiens Mittelerde-Universum, wobei ihre Kenntnisse der keltischen Welt weit gingen. Sie hat unter anderem zum Beispiel The Golden Bow von James Frazer gelesen und sich dadurch auch durchaus religionswissenschaftliche Kenntnisse angeeignet, die dann eben für uns etwas intellektuelle Leser und Leserinnen in den 80er Jahren beeindruckend gewesen sind. Zimmer Bradley hat auch mit ihrem Mann Breen Texte zu weiblicher und männlicher Homosexualität herausgegeben, stand in Verbindung mit einer lesbischen Aktionsgruppe Daughters of Bilitis, und sie hat wirklich ihre Verdienste in diesem Bereich, in diesem LGBTQ-Plus-Bereich hat sie sehr viel Gutes getan, und sexuelle Beziehungen, die eben nicht nur beschränkt waren auf Mann, Frau, positiv geschildert. Ursprünglich war sie erzogen im Sinn der Episkopalkirche, der sie sich dann kurz vor ihrem Tod auch wieder zugewandt hat. Aber lange Zeit hat sie sich eben interessiert für Esoterik, für Neopaganismus, für Reinkarnation, für Magie, für übersinnliche Wahrnehmungen. 1980 wurde sie gemeinsam mit Breen zur Priesterin der Holy Apostolic Catholic Church of the East, Chaldean Syrian, geweiht. Sie war seelsorgerisch tätig für die LGBTQ-Plus-Organisation Pacific Center for Human Growth, Mitbegründung des Center for Non-Traditional Religion. Also sie war tätig in diesem ganzen Bereich der nicht traditionell christlichen Religionen, der heidnischen Religionen. Und da ist sie, und eben auch von Organisationen, die zum Beispiel sich positiv über Homosexuelle und Lesbierinnen ausgelassen haben. Dann kamen eben diese Missbrauchsvorwürfe, und zwar gegen ihren zweiten Mann Breen. Und eben erstaunlicherweise wurden diese Missbrauchsvorwürfe auch von den Kindern von Zimmer Bradley befördert. 2014, ihre Tochter Moira Greeland sagte aus, sie sei zwischen 3 bis 12 Jahren auch missbraucht worden in dieser Familie. Und sie habe eine sehr gewalttätige Kindheit in dieser Familie erlebt.
Man machte dann Sima Bradley auch den Vorwurf, dass sie die Missbrauchsgeschichten ihres zweiten Mannes Breens gedeckt habe. Und so wurde sie eben zum Beispiel von einem Opfer Breens angeklagt wegen Beihilfe und Begünstigung. Ihre eigenen Kinder Patrick und Moira sagten gegen sie aus, das ist doch ein sehr eigenartiger Aspekt ihrer Person. Unwidersprochen ist ihr großer Einfluss auf feministische und neuheidnische Kreise und eben ihr positiver Einfluss auf die Enttabuisierung des Themas Homosexualität. 1984 erhielt sie dann auch den Locus Award, einen der bedeutendsten Auszeichnungen für die Science-Fiction-Literatur, und zwar für den Roman Die Nebel von Avalon als bester Fantasy-Roman. Im Jahr 2000 wurde ihr posthum The World Fantasy Award verliehen for Life Achievement für ihr Lebenswerk. Und so hat man eben zwei Seiten an dieser Autorin, die man zusammenbringen muss oder die sie sehr schillernd machen als Persönlichkeit. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Roman aufnehme in diese Reihe. Aber er gehört zur Welt der Göttinnen und Götter und zum Retellen, zum wiederholten Erzählten dieser heidnischen polytheistischen Götterwelt. Und man kann ihn eigentlich nicht übergehen. Also im Zentrum steht eben nun die Table Ronde, die runde Tafel um den König Artus und seine Helden, um den Ritter Lancelot, um die Frau von Artus, Guinevere, um den runden Tisch, um den Heiligen Grat, um die Stadt Camelot, und andererseits um die Welt der Frauen, die beheimatet sind auf der Insel Avalon. Der König Artus soll eine historische Gestalt gewesen sein. Er wird zum ersten Mal erwähnt in der Historia Brittonum im 9. Jahrhundert und dann in Annalen und Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts, Annales Cambriae, Historia Regum Britanniae. Und dieser König Artus wird dann schon zum Haupthelden der Ritter-Epen im 12. und 13. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland. Er ist das Zentrum der Gralsritterrunde. Zu nennen ist da der französische Autor Chrétien de Troyes und in Deutschland sind zu nennen Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg. Im Kern spielt der Mythos um diesen König Artus in der Völkerwanderungszeit des 5. und 6. Jahrhunderts, als die Angelsachsen nach England eindringen und die Römer sich zurückziehen aufs Westland. Diese Zeit wird dann in der höfischen Literatur aufgegriffen, im Hochmittelalter. Und in dieser Literatur mischen sich nun eben heidnische und christliche Motive. Berühmt geworden ist nicht nur die Tafelrunde, die Table Ronde, sondern auch das Schwert Excalibur und die Menschen des 12. 13. Jahrhunderts hielten diese Geschichten für wahr. Richard Löwenherz hat persönlich in Glastonbury Abbey das Schwert Excalibur gefunden und bei sich getragen, was ich immer sehr interessant und auch witzig finde. Das ist die Zeit, in der der Adel versucht, dem Klerus gleichzukommen, was die Sakralität betrifft. Der Stand des Klerus hat ja von Anfang an sich an dem neuen christlichen Gott ausgerichtet und von daher eine Sakralität erreicht, die diesen Stand über alle anderen Menschen erhob.
Und nun in der Zeit des 12. 13. Jahrhunderts zieht der Adel nach und erfindet sich seine eigene sakrale Welt, seine sakral-christliche Welt, und zwar in den Rittermythen, im christlichen Ritter, der eben auch so etwas wie Ehre kennt, wie Treue kennt, der Trieb beherrscht Handel, der sich seine ganze Ehre auch bezieht durch ein bestimmtes christliches Verhalten, seine Einstellung zu diesem christlichen Gott. Und neu ist nun eben an diesem Roman Die Nebel von Avalon, dass diese männliche Gralsritterrunde nicht so positiv beschrieben wird, sondern ganz im Gegenteil aus der Sicht der Frauen stark kritisiert wird. Diese männlich-patriarchalische Runde begegnet der Runde der Frauen, der vorchristlichen heidnischen Frauen, die nun schildern, wie sie durch dieses Christentum und den Patriarchalismus der christlichen Kirche zu Nebengestalten geworden sind. Wie gesagt, es ist die Zeit der 80er, wo feministische Bewegungen an Gewicht gewinnen. 1980 wird der erste Lehrstuhl für Frauenforschung in Deutschland begründet. Und in diese Zeit nun hinein fällt dieser Roman, der schildert, wie wir Frauen in einem patriarchalischen Zivilisation, die ganz stark befördert wurde, auch vom Christentum, immer mehr unsere Bedeutung verloren haben. Das Heidentum kennt eben doch eine wichtige Rolle für die Frauen. Und man hat immer gesagt, das ist heute umstritten, dass es vor dem Patriarchat das Matriarchat gegeben habe, in dem die Frauen die Herrscherinnen der Welt gewesen seien. Das ist heute, wird das ein wenig in Frage gezogen, ob es wirklich mal ein Matriarchat in dem Sinne gegeben hat. Unbestritten ist, dass die Frauen in der vorchristlichen Welt eine große Rolle gespielt haben. Das ist eigentlich unbestritten, auch von Religionswissenschaftlern. The Mists of Avalon, die Nebel von Avalon, das ist eine so dramatische, hochkomplizierte Geschichte, dass ich Ihnen die nicht im Detail nacherzählen will, sondern nur ganz grob wiedergeben will, worum es geht. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht Morgaines, der Halbschwester des Königs Artus. Und eigentlich wird erzählt der Untergang der alten heidnischen matriarchalen Welt, der Untergang Avalons, der Insel der keltischen Priesterinnen, die immer mehr im Nebel verschwinden wird, weil die Welt der Männer, der Christen wird siegen. Die Nebel von Avalon, das ist ein heiliger Ort, ein Bereich zwischen der Welt der Götter und der Welt der Sterblichen, eine Anderswelt, eine von mehreren Anderswelten. Es gibt noch das Reich der Feen zum Beispiel. Und in diesen magischen Welten, in Anderswelten und der Welt der Menschen, da wird hin und her gereist und da passiert höchst Dramatisches. Und die großen Frauengestalten stehen nun wirklich im Zentrum der Geschichte. Frauengestalten, die magische Kräfte haben. Das Geschehen ist so dramatisch und so verwickelt und es kommen so viele Personen und Namen, dass es wirklich das unmöglich ist, in Kürze nachzuerzählen. Aber dieses Beschreiben ist so spannend, dass man dann auch nicht aufhören kann zu lesen. Nach wie vor halte ich es für einen großen Fantasy-Roman. Da ist zum einen Vivien, die Herrin vom See, die Mutter von Lancelot zum Beispiel, die ermordet wird vom Ziehbruder eines ihrer Söhne.
Eine kleine, wie eine 10-jährige große Frau und dunkel, eben keine klassische Männerschönheit. Dann zum anderen Igraine, die Herzogin von Cornwall, Großkönigin von Britannien, Vivians Halbschwester, Morgaines Schwester, die Mutter von Morgauses Schwester, Mutter von Morgaine und Artus. Dann Morgause, die Königin der schottischen Inseln. Und dann eben Morgaine, die Priesterin von Avalon, die ich schon genannt habe, die Halbschwester des Königs Artus und die Mutter von Mordred, den sie zusammen mit ihrem Halbbruder Artus in einem magischen Ritus zeugt. Auf der anderen Seite die blonde, Elfenbein, hautfarbene Guinevere, die Gemahlin des Königs Artus, die Großkönigin von Britannien, die geliebte Lancelots, die gläubige Christin, die abergläubische, die schließlich ihren Mann dazu überredet, unter dem christlichen Banner zu kämpfen und ihren Mann, den König Artus, den Großkönig von Britannien, den Halbbruder Morgaines, dazu überredet, für das Christentum zu kämpfen. Artus war am Anfang seines Lebens durchaus bereit, alle Religionen als gleichwertig zu achten, eben auch die heidnische Frauenreligion, Religiosität sozusagen, und der dann verführt wird von seiner Frau, sich dem patriarchalischen Christentum hingibt. Großer Held ist dann natürlich noch Lancelot, der Sohn Viviens von Avalon, Artus bester Freund und der Geliebte seiner Frau Guinevere. Dann gibt es noch den Magier, den Zauberer Kevin, den Merlin von Britannien und dann viele, viele, viele andere Figuren, unter anderem auch Patricius, den Erzbischof der neuen christlichen Religion, der eine Rolle spielt. Die Nebel von Avalon sind eingeteilt in 4 Bücher. Buch 1, die Hohepriesterin. Buch 2, die Königin. Buch 3, der Hirschkönig. Buch 4, der Verräter. Alles ist in diesem Buch vertreten an Geschehen. Inzest, Mord, Vergewaltigung, Verrat, Untreue, Eifersucht, Verführung, Magie, Tyrannei, leidenschaftliche Liebe, Unterdrückung, Prophezeiungen, selbst eine kleine Orgie wird beschrieben, Sterbehilfe kommt vor. Es gibt sehr viele Szenen, Sexszenen auch in diesem Roman. Und man liest es wirklich voller Spannung, altmodisch geschrieben, aber mitreißend geschrieben. Geschildert wird der Sieg des Patriarchats über das Matriarchat. Wie gesagt, das wird ja heute eher kritisch gesehen, dass es jemals ein wirkliches Matriarchat gegeben haben könnte. Und in diesem Werk vermischen sich eben keltische Mythen mit christlichen Vorstellungen. Wir haben diese Insel Avalon. Man kommt übers Meer, über den See hinweg, dann kommt ein Nebel auf und die sichtbare Welt verliert ihre Konturen und im Nebel erscheinen dann neue Kulturen, eine andere Welt, der man dann zurudert und in das man dann hineinkommt. Einmal kann es auch das Reich der Feen sein, das paradiesische Genüsse dem Besucher bereitet. Das Meer, die See, der Spiegel des Wassers, diese Spiegelwelten, das sind wichtige Motive eben auch in diesen, eigentlich in allen polytheistischen Religionen. Wasser als die Grenze zwischen festen Orten, das Fluide, das feste Konturen auflöst. Und dann die See, das deutsche Wort Seele kommt von See,
sind die Menschen vom See. Man hat ein deutsches Wort für das lateinische Wort anima und das griechische Wort Psyche gesucht. Und da bot sich das Wort Seele an. Das sind die Menschen vom See. Und man weiß ja, wenn über dem See der Nebel aufsteigt, dann kann man sich vorstellen, dass das so was Geistartiges, Seelenartiges ist. Geschildert werden heilige Hochzeiten zwischen dem Hirschkönig und der Jägerin, zwischen Artus und Morgaine. Geschildert wird Morgaine im Reich der Feen, die Feen, die das zweite Gesicht haben und in die Zukunft sehen können. Und eben alle mythischen Gestalten, die wir dann aus den großen Ritter-Epen kennen und die mythischen Momente, den Gral, Excalibur, all das taucht in diesem Roman auf und bringt uns diese Momente näher. Ich möchte Ihnen den Anfang aus diesem Werk vorlesen, um Ihnen einen kleinen Einblick zu bringen. Zu geben. Es war ein absoluter Bestseller. Die Nebel von Avalon aus dem Amerikanischen von Manfred Ohl und Hans Sartorius. Beide haben dann in der Folge übersetzt Rheingold von Stephen Grundy auf ein Werk, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Und ich habe versucht nachzufinden, wie viel in welcher Auflage dieses Buch von Zimmer Bradley erschienen ist, wie oft es verkauft wurde, das habe ich nicht rausbekommen. Millionenfach ist es gekauft worden. Ich lese Ihnen den Prolog zu diesem über 1100 Seiten starken Werk vor. Morgaine erzählt: Zu meiner Zeit hat man mir viele Namen gegeben: Schwester, Geliebte, Priesterin, weise Frau und Königin. Jetzt bin ich wirklich eine weise Frau geworden, und vielleicht kommt eine Zeit, in der es wichtig ist, dass alle diese Dinge bekannt werden. Aber ich glaube, die nüchterne Wahrheit wird sein, dass die Christen das letzte Wort haben. Denn die Welt der Feen entschwindet immer weiter, treibt ab von der Welt, in der die Christen herrschen. Christus ist nicht mein Feind, aber seine Priester, die große Göttin einen bösen Geist nennen. Sie leugnen, dass die Macht über diese Welt einmal in ihren Händen lag. Wenn überhaupt, so sagen sie, kam ihre Macht vom Teufel. Oder sie kleiden sie in das blaue Gewand der Maria aus Nazareth, die auf ihre Weise tatsächlich auch Macht besaß, und behaupten, sie sei immer eine Jungfrau gewesen. Aber was kann eine Jungfrau von Leid und Mühsal der Menschen wissen? Jetzt, nachdem die Welt sich verändert hat und Artus, mein Bruder, mein Geliebter, der König, der war und der König, der sein wird, tot ist, das einfache Volk sagt, er schläft, und auf der heiligen Insel Avalon ruht, soll die Geschichte erzählt werden. Die Welt soll erfahren, wie es war, ehe die Priester des weißen Christus in das Land kamen und alles unter ihren Heiligen und Legenden begruben. Wie ich gesagt habe, die Welt selbst hat sich verändert. Es gab eine Zeit, in der ein Reisender, wenn er den Willen besaß und auch nur einige der Geheimnisse kannte, mit seinem Boot auf den Sommersee hinausfahren konnte und nicht im Glastonbury der Mönche ankam, sondern auf der heiligen Insel Avalon. Damals trieben die Pforten zwischen den Welten in den Nebeln und waren in beide Richtungen offen, wie der Reisende es dachte und wollte. Es ist das große Geheimnis, das in unserer Zeit jeder Wissende kannte. Die Menschen schaffen die Welt, die es uns umgibt, durch das, was sie denken, jeden Tag neu. Die Priester glauben, dies verkleinere die Macht ihres Gottes, der die Welt ein für allemal unveränderlich geschaffen hat, und haben die Tore geschlossen, die nur in der Vorstellung der Menschen Tore waren. Heute führt der Weg nur noch zur Insel der Mönche, die sie mit dem Läuten ihrer Kirchenglocken schützen. So vertreiben sie alle Gedanken an eine andere Welt, die in der Dunkelheit liegt. Sie sagen sogar, dass jene Welt, wenn es sie überhaupt gibt,
dem Teufel gehört und dass die Pforten zur Hölle führen. Vielleicht sei diese Welt sogar die Hölle selbst, behaupten sie. Ich weiß nicht, was ihr Gott möglicherweise geschaffen oder nicht geschaffen hat. Entgegen der Geschichten, die verbreitet werden, wusste ich nie viel über ihre Priester. Ich habe auch nie das schwarze Gewand ihrer Sklavinnen, der Nonnen, getragen. Wenn man an König Arthurs Hof in Camelot es vorzog, mich für eine Nonne zu halten, denn ich trug immer die dunklen Gewänder der großen Mutter in ihrer Erscheinung als weise Frau, so habe ich den Irrtum nie aufgeklärt. Gegen Ende von Arthurs Herrschaft wäre es sogar gefährlich gewesen, dies zu tun. Klugerweise beugte ich das Haupt, wie meine große Meisterin Vivian, die Herrin vom See, es niemals getan hätte. Einst war sie, abgesehen von mir, König Arthurs beste Freundin und wurde dann seine größte Feindin, auch das abgesehen von mir. Aber der Kampf ist vorbei. Als Arthurs im Sterben lag, konnte ich ihm nicht mehr als meinem Feind und dem Gegner meiner Göttin gegenübertreten, sondern nur noch als dem Bruder und als einem Sterbenden, der die Hilfe der Mutter braucht, denn dahin gelangen am Ende alle Menschen. Das wissen selbst die Priester mit ihrer ewig jungfräulichen Maria in dem blauen Gewand. Auch sie wird für die Christen Kirchenmänner in der Stunde des Todes zur Mutter der Welt. Und so hielt ich schließlich Arthurs Kopf in meinem Schoß. Er sah in mir weder die Schwester noch die Geliebte, auch nicht die Feindin, sondern die weise Frau, die Priesterin, die Herrin vom See. Er ruhte an der Brust der großen Mutter, von der er bei seiner Geburt kam und zu der er am Ende wie alle Menschen zurückkehren musste. Vielleicht bereute er unsere Feindschaft, als ich die Barke lenkte, die ihn davontrug. Dieses Mal nicht zu der Insel der Mönche, sondern zu der wahrhaft heiligen Insel in der dunklen Welt hinter unserer Welt, zur Insel Avalon, wohin außer mir nur noch wenige gelangen können. Im Verlauf dieser Geschichte spreche ich manchmal von Dingen, die sich ereigneten, als ich noch jung war, viel zu jung, um zu begreifen, oder von Dingen, die nicht in meiner Anwesenheit sich ereigneten. Der Hörer wird sich vielleicht entsetzt abwenden und sagen, das ist ihre Magie. Aber ich habe schon immer die Gabe des Gesichts besessen und konnte sehen, was Männer und Frauen dachten. So war ich ihnen allen die ganze Zeit über nahe. Deshalb wurde mir manchmal auf die eine oder andere Weise alles bekannt, was sie dachten. Und ich kann diese Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Eines Tages werden auch die Priester sie erzählen. Vielleicht liegt die Wahrheit zwischen beiden Geschichten und wird durch sie hindurchschimmern. Denn das wissen die Priester mit ihrem einen Gott und der einen Wahrheit nicht. Die eine wahre Geschichte gibt es nie und nimmer. Die Wahrheit hat viele Gesichter und die Wahrheit ist wie der alte Weg nach Avalon. Es hängt von deinem Willen und deinen Gedanken ab, wohin der Weg dich führt. Es hängt von dir ab, ob du am Ende die heilige Insel der Ewigkeit erreichst oder ob du bei den Mönchen mit ihren Glocken, ihrem Tod, ihrem Teufel, ihrer Hölle und ihrer Verdammnis ankommst. Aber vielleicht bin ich ihnen gegenüber auch ungerecht. Selbst die Herrin vom See, die das Gewand eines Christuspriesters hasste wie eine giftige Schlange, und das aus gutem Grund, tadelte mich einmal, weil ich schlecht über ihren Gott gesprochen hatte. »Denn alle Götter sind ein Gott«, sagte sie damals zu mir, wie sie es bereits oft getan hatte, und wie ich viele Male zu meinen Priesterschülerinnen gesagt habe und wie jede Priesterin, die nach mir kommt, sagen wird. Und alle Göttinnen sind eine Göttin, und es gibt nur einen Gott, mit dem alles begann. Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Wahrheit und auf den Gott, der durch sie spricht. Und so windet sich die Wahrheit, vielleicht irgendwo zwischen dem Weg nach Glastonbury, der Insel der Priester und dem Weg nach Avalon, das für immer in den Nebeln des Sommersees verloren ist. Aber dies ist meine Wahrheit. Ich bin Morgaine
und ich erzähle euch diese Dinge. Ich, Morgaine, die in späteren Zeiten Morgan le Fay genannt wurde, die Fee Morgana. Marion Zimmer Bradley, Die Nebel von Avalon.